Herzlich willkommen, liebe Baseballfans, zu Bucaneros TV, dem Internetmagazin der Rostock Bucaneros. Auch im Februar ist wieder einiges passiert, wobei sich der Verein derzeit auf die kommende Saison vorbereitet. Während die Spieler fleißig trainieren, ist es dem Vorstand gelungen, Partnerunternehmen der vergangenen Saison auch dieses Jahr an den Verein zu binden. So unterstützt der Baseballausrüster Duckout 24 die Bucaneros weiterhin, genauso wie die Werbefirma GWO, die Dachdeckerei Lux und Vogt und auch die Rostocker Stadtwerke sind weiter an Bord. Neu ist die deutsche Proventus AG. Der Rostocker Bezirksdirektor Sebastian Paar hatte in den Vorjahren den Jolly Roger Cup unterstützt und gehört nun ebenfalls zu den Sponsoren. Damit der Platz im Rostocker Stadtteil Gilsdorf immer mehr einem Baseballfeld ähnelt, gab es im Februar den ersten Arbeitseinsatz der Spieler. Ziel war es, zunächst Platz zu schaffen für ein Duckout und einen Container für allerlei Utensilien. Am Wochenende, 10. und 11. März, wird es einen weiteren Einsatz geben, um alles für die Errichtung eines Outfield-Zauns vorzubereiten. Ein festes Infield ist leider nicht möglich, da auch ein Rugby-Team auf dem Platz aktiv ist. Es gibt interessante Neuigkeiten aus der Mecklenburg-Vorpommern Baseball-Liga MVBL. Dieses Jahr werden auch die Lübeck Lizards 2 an der Liga teilnehmen. Alle Teams aus MV haben sich für die Aufnahme der Schleswig-Holsteiner ausgesprochen und sehen es als positives Signal für die Liga und die Entwicklung des Baseballsports im Land. Damit die MVBL im Mai auch mit mehr ausgebildeten Umpiren starten kann, hat Jens Urban Mitte Februar einen C-Lizenz-Lehrgang in Rostock gestartet. 8 Teilnehmer aus den MVBL-Vereinen waren dabei. Nach einer Theorieeinheit stand die Praxis auf dem Programm. Zu Beginn ging es um das richtige Callen. Ob der Spieler safe oder out ist, musste der Umpire-Anwärter lautstark äußern. Der Lehrgang erstreckt sich über 2 Wochenenden. Ende März finden die restlichen Einheiten und die Prüfungen statt. Im März steht bei den Rostock Bucaneros die Jahreshauptversammlung an. Alle Mitglieder sind daher am 18. März nach Warnemünde eingeladen. Den genauen Ort und den Zeitpunkt haben die Mitglieder per Post erhalten. Seit Ende Dezember gibt es bei den Bucaneros einen neuen Vorsitzenden. Das ist Jan Hoffmann und der ist jetzt im Interview des Monats. Jan, warum hast du dich entschieden, den Posten des ersten Vorsitzenden zu übernehmen? Ja, ich habe das Amt übernommen, weil ich schon seit mehreren Jahren im Verein tätig bin als Mitglied und weiß, wie wichtig die Vorstandsarbeit ist. Und ich auch den Weg der Rostock Bucaneros richtig finde, in Mecklenburg-Vorpommern zu vertreten sein. Und da auch die Zukunft sehe, ja, und deswegen habe ich mich da eigentlich bereit erklärt für. Was sind denn die Ziele der Bucaneros 2012? Ja, die Ziele sind eigentlich ganz klar. Wir wollen natürlich die Meisterschaft verteidigen, was nicht einfach wird. Aber das ist das anerkannte Ziel und natürlich unser eigenes Turnier wieder auszutragen und da ein gutes Bild abzuliefern auf jeden Fall. Eine Menge Spaß zu haben. Ja. Und auch die Jugendarbeit weiter vorantreiben? Die Jugendarbeit ganz klar, da sind wir immer bei. Das ist natürlich das Ziel eines jeden Vereins, den Nachwuchs zu fördern, weil nur daraus resultiert die Zukunft des Vereins. Was sind deine persönlichen Ziele für 2012? Ja, die persönlichen Ziele sind ganz klar, an so möglichst vielen Spielen teilzunehmen, wie ich kann. Das ist nicht immer ganz so einfach. Mich natürlich auch sportlich weiterzuentwickeln und ja, auch natürlich die Meisterschaft zu gewinnen. Wo siehst du die Bucaneros in 5 Jahren? Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Ist nicht ganz einfach. Wir hoffen natürlich, dass wir in 5 Jahren eine eigene Liga haben, also nicht so wie es jetzt aufgestellt ist, sondern dass es wirklich dann offiziell unter dem Dachverband des DBV steht. Das ist eigentlich so das Ziel, wo wir eigentlich hinwollen. Auch dieses Jahr sucht Rostocks Tageszeitung Norddeutsche neuesten Nachrichten die Sportler des Jahres. Dabei stehen auch die Bucaneros zur Auswahl. Wenn ihr den Verein unterstützen wollt, geht ins Internet auf www.nnn.de und gebt eure Stimme dem ersten Landesmeister Mecklenburg-Vorpommerns.
Zum Schluss noch ein paar Bilder von Anfang Februar. Da war ein Teil der Rostock Buccaneros gemeinsam im Kino. Geschaut wurde natürlich Moneyball, die Kunst zu gewinnen, mit Hauptdarsteller Brad Pitt. Bei der Oscarverleihung gab die Jury trotz 6 Nominierungen anderen Filmen, Darstellern und Effekten den Vorzug. Moneyball ging leer aus. Den Spielern hat der Film dennoch sehr gut gefallen. Das war's mit Buccaneros TV für diesen Monat. Tschüss, bis zum nächsten Mal.